Begrüßen uns heute mit Simon, euer Muskelmacher. Wir klären in diesem Video mal die Frage, kann ein Bizeps zum Kämpfen zu dick sein oder mit anderen Worten, macht ein dicker Bizeps den Schlag schwächer? Wir machen das heute einfach mal mit dem Michael, Kickbox-Weltmeister, zusammen und da werden wir mal ein paar Schläge auf die Pratze geben und ich werde auch mal auf die Pratze hauen, mache dann was für einen Bizeps, blase mir den richtig auf und versuche dann nochmal auf die Pratze zu hauen. Dann werdet ihr schon sehen, ob der Schlag genauso ist wie davor. So, der Simon hat mir das Wort übergeben und dann mache ich auch gleich mal weiter. Und zwar, wir werden es jetzt einfach mal an einem praktischen Teil, also an den Pratzen hier testen mit den Boxschlägen. Wir werden einen ganz normalen Punch machen. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt 16er Unzenhandschuhe und der Simon hat nur 10er. Also mit 10ern schlägt man in der Regel schneller und härter. Wir testen das jetzt einfach mal aus. Ich würde mal sagen, ich beginne und dann machst du mal einen Punchschlag und dann können wir noch ein paar Bizepsübungen machen, mal schauen, ob sich da was verändert. Ja? Fangen wir an. Marius hält sich den Punch. Okay. Hört sich an, als wenn man die Hantel beim Kreuzheben fallen lässt. Man muss dazu jetzt auch mal sagen, der Simon hat jetzt wirklich nicht die Boxtechnik an sich. Er weiß jetzt nicht zu 100%, wie man diesen Punch schlägt. Ja, da gehört auch sehr viel dazu, die Technik. Aber er hat ein bisschen größeren Bizeps als ich. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie es aussieht. Micha hat einfach zu viel Salat gegessen, das ist ein Problem. Ich bin laut geworden. Okay, da haben wir jetzt natürlich schön gesehen, dass die Technik natürlich nicht stimmt, aber das, wie soll es auch stimmen, wenn er es nie gemacht hat. Aber man hat einfach mal von der Geschwindigkeit und von der Motorik her gesehen, ja, wie sich verändert hat. Also das könnt ihr am besten beurteilen, ich von mir selber jetzt wahrscheinlich auch, jetzt vom Sehen, vom Objektiven her. Wie hat sich das angefühlt für dich, Simon? Wie fandest du es? Ja, für die Disco war es okay, oder? Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Ist natürlich eine Bewegung, die ich nicht alltäglich mache. Ja, der Rums bei Micha und der Rums bei mir, vergleicht es einfach daran und dann könnt ihr das einschätzen. Um den Bizeps so richtig schön zu ermüden, machen wir jetzt ein Pyramidentraining. Ihr habt es schon mal gesehen auf meinem Kanal, das ist eine Sache, die ist einfach, ja, die ist einfach im Bereich Kraftausdauer und Ermüdung des Muskels in einem Satz so das Übelste, was man machen kann, wirst du gleich selber sehen. Und zwar machen wir das so, eine Wiederholung mache ich, eine Wiederholung machst du, zwei Wiederholungen mache ich, zwei Wiederholungen machst du. Wir gehen hoch bis 10 und von 10 runter, dann weißt du, was dich erwartet. Das Schöne ist, wir wechseln den Griff, wenn wir auf der Spitze der Pyramide sind und gehen dann wieder entsprechend runter. Also du kannst dir aussuchen, ob du mit dem Ellen oder mit dem beiden Griff anfangen möchtest. Eine Wiederholung. Micha hat mega krass sich durchgebissen. Bitte niemals bei dieser Übung die Technik kritisieren. Das ist einfach eine Kampfübung, Kopfübung. Und jetzt sind die Muskeln wirklich am Ende bei ihm. Ich werde jetzt noch einen Satz machen und dann geht es gleich an die Pratze. Jetzt, wo meine Bizeps zerstört ist, ich kann meinen Arm fast gleich ausstrecken. Versuchen wir mal jetzt den Punch auszuführen. Thank you.
So, jetzt bin ich dran. Hab das Gefühl, als wenn ich den dicksten Bizeps überhaupt habe, weil der so angeschwollen ist. Und jetzt ein paar Schläge zu machen, mal gucken, was bei rauskommt. Ja, und wie fühlt sich das an, vor so einem Schlag ein Bizeps-Training zu machen? Ich weiß nicht, ob du in deinem Training auf die Idee kommen würdest. Also, so ein Bizeps-Training war für mich natürlich sehr ungewohnt. Und das würde ich auch keinem Kampfsportler empfehlen, dass man vom Pratzentraining oder Schlagkrafttraining oder so Bizeps trainiert, weil ich habe es jetzt selber gemerkt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ich war sehr, sehr unzufrieden gerade mit meiner Technik. Das habe ich selber innerlich angekotzt, weil ich gemerkt habe, ich kann die Technik nicht richtig ausführen, weil ich den Arm nicht mal richtig strecken kann und alles mir so schwer fällt. Mein Arm ist schon fast runtergefallen. Ja? Also, und bei mir hat sich so angefühlt, als wäre die Schnelligkeit komplett verblasst gewesen. Die Kraft war vielleicht noch da. Also hat sich zumindest so angefühlt, war ein ganz anderes Gefühl. Was mir bei dir aufgefallen ist, dein erster Schlag, den du nach dem Bizeps-Training in die Pratze gegangen hast, der war also so für deine Verhältnisse langsam und ja, lethargisch. Ist so runter. Dann als du die Folgeschläge in die Pratze gegangen hast, da bist du dann sozusagen wieder der Alte geworden. Ja. Ja, als wenn du einmal erstmal diese Bewegung machen musstest, der erste Schlag, der war halt wirklich, ich kann es nicht beurteilen, aber der war anders und der war schlechter als die Folgen. Ja, habe ich selber gemerkt. Ja. Und es war, man muss auch sagen, es war wirklich direkt nach dem Training habe ich geschlagen. Es war unglaublich, also ich habe es jetzt persönlich noch nie gemacht, es war auch super für mich mal zu sehen, wie es überhaupt ist. Und zwar echt, ich konnte es nicht kontrollieren, der Schlag ist runtergefallen. Ja, die Arme fühlen sich so schwer an, ne? Also, als wenn man richtig Gewichte dran hätte. Ja. Und also ich glaube, so als Kampfsportler macht es auch nicht Sinn, jetzt vor so einem Schlägen oder sowas den Bizeps noch aufzublasen, außer man möchte natürlich seinen Gegner rein. So, Sportsfreunde, ich hoffe, das Video hat euch interessiert, hat euch auf jeden Fall unterhalten. Ich fand es interessant, das einfach mal so im eigenen Leib erlebt zu haben. Wenn ihr noch mehr sehen wollt vom Kickbox-Weltmeister Michael Smolik, dann checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab, packen wir in die Infobox rein. Ja, mein Kanal kennt ihr und dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Simon.